Strahlkontakt in 3, 2, 1. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Mass Effect. Ich wollte eigentlich zurück auf mein Schiff. Vielleicht sollten wir dann in die richtige Andockbucht reingehen und nicht da, wo gar nichts dran hängt. Wir haben ja festgestellt, okay, Anolais muss seinen Schreibtisch räumen. Gegen Lorikin, aber er bleibt wohl irgendwo. Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Irgendwie ein Angestellter von dem ganzen Sauverein. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Irgendwie ist das Ganze nur geringfügig befriedigend, aber besser als wenn denen jetzt gar nichts passiert wäre, dem unfreundlichen Widerling. So, okay. Nächste große Mission steht an. Auf Wormeyer. Da ist ja eine Spezialeinheit, hat irgendwas gemeldet. Keiner hat es verstanden. Wir wurden hingeschickt, um mal nachzugucken, was da nun Sache ist. Und das werden wir jetzt auch tun. Untersuchen, ob wir da draußen irgendwas finden. Aber wenn wir noch was bekommen, was wir brauchen können, dann nehmen wir es auch mit, aber hier kriegen wir noch nichts. Na gut. Der Planet schaut zumindest freundlich aus. Dann schauen wir uns die Sache doch mal an. So. Auf Wormeyer hätte ich ganz gerne Rex und Tali. Das muss so passen. Ich bekomme ein Signal herein. Das muss das Salarianische Team sein. Das sind gewaltige Verteidigungstürme. Setzen Sie den Marco ab. Wir gehen rein und holen Sie raus. Ich werde versuchen, Sie unterhalb des Radarbereichs reinzubringen, Commander. Saubere Landung, Commander. Das war unterhalb vom Radar. Das war sehr tief. Bleiben Sie außer Reichweite und fahren Sie mit Ausweichmanövern fort, bis ich die Flugabwehrtürme ausgeschaltet habe. Danke, aber ich kenne den Ablauf. Wir treffen uns am Camp, sobald die Türme offline sind. Joker, Ende. Na gut. Was haben wir denn hier? Krabben. Die zerblastern bloß. Viele rote Punkte. Hör auf mich zu schießen, sonst schieße ich zu. Kackding. Das ist doch noch da, du Scheiße. Ja, natürlich war es noch da. Thank you.
Fall noch mehr davon. Krabbe mit zerfetzt. Ich glaube, das macht nichts, aber... Hätte ja nicht unbedingt sein müssen. Wir werden blockiert von... das, was da schießt. Das ging... Oh! Das hier möchte ich mir anschauen, bevor wir hier weiterfahren. So. Hä, bin ich auch noch einen roten Punkt? Hey, 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 hey! Auf was schießt du, Tali? Weg. Okay, jetzt ist auch die Störung weg. Schnellspeichern ist hier fehlgeschlagen. Wie schön. Jetzt. Schwere Dechiffrierung. Schauen wir doch mal. Okay, wir sind durchgekommen. Ach, und Tali braucht eine Schrotze. Was haben wir denn so für dich? Oh ja. Die bekommst du natürlich. So.
Was haben wir denn hier drin? Stabilisator? So einen besseren Stabilisator? Ich hätte gerne den besseren Kampfscanner. Immer noch keine bessere Pistole, so wie es ausschaut. Und das heißt, du kannst jetzt hier diese Laufverlängerung bekommen. Weil du hast schon so ein anderes Ding. Das passt dann so. Okay. Bisschen die Ausrüstung getweakt. Dass hier wirklich jeder optimal ausgerüstet ist momentan. Das scheint mir sinnvoll zu sein. Auch hier die Aussicht und die Landschaft genießen. Das ist mal wirklich einer von den Planeten, die richtig schön sind. Meine Gegner auf der Karte, das finde ich sehr gut. Ja, dieser neue Scanner auf jeden Fall was gebracht. Ja, diese großen, dicken Dinger haben uns hier eigentlich immer blockiert. Schießen die? Wo ist er denn? Da! Hab ich dich. Da ist die Artillerie, Schepper. Thank you.
einhalten, passiert gar nichts. Ich fürchte, da werden wir rauf müssen. Ja gut, dann erledigen wir das. Mächtig große Waffe. Hoffentlich finden wir den Ausschalter. Steuerung? Flaggsteuerung? Ich sehe, dass die Haupteinheit offline ist, Commander. Nähern uns jetzt der Salarianer-Basis an. Out. Wir sind abmarschbereit, Shepard. Und da haben wir noch ein Kästchen, was wir aufmachen können. Das machen wir natürlich. Probieren wir auch auf. Geht ja wunderbar. Nehmen wir mit. Was ist denn hier noch für ein Ausrufezeichen? Ich sehe es nicht, egal. Auf jeden Fall kommen wir jetzt ein paar Meter weiter und treffen uns gleich wieder mit der Normandie und dann erfahren wir vielleicht von den Salarianern auch, was hier eigentlich los ist. Wieso sind die Tore wieder zu? Ich dachte, ich hätte die Tore aufgemacht. Ich falsch gedacht. Gehen wir da wieder hoch. Die Tore einmal auf und wieder zugemacht oder was ist da? So. Irgendwo hat er hier gesagt, das ist die Torsteuer. Das ist die Torsteuer. Jetzt sind die Tore offen und jetzt ist das Ausrufezeichen. Dann ging das wohl nicht auf, solange das Flakgeschütz aktiv war. Habe ich jetzt einfach der falschen Reihenfolge gecheckert. Es kommt davon, wenn man nicht aufpasst, was man hier tut. Joker ist Joker ist nicht nur schneller als wir, sondern er hat auch weniger Hindernisse im Weg. Thank you.
lag die Kryo-Munition? Weiß nicht, wem ich sie gegeben habe, aber ich mag sie. Hier auch nochmal aufmachen. Blöd. Und trotzdem noch geschafft. Das war's. Jetzt steht nichts mehr zwischen uns und dem salarianischen Camp. Rex, da bist du doch bestimmt schwer begeistert. Kroganer mögen erfahrungsgemäß von Natur aus die Salarianer besonders gerne. Bin ja mal gespannt, ob das zu Problemen führt, wenn der da mit dabei ist. Vielleicht hätte ich ihn im Schiff lassen sollen. Wobei ja die Normandy auch gelandet ist, also. Commander, die Normandy ist an der Basis gelandet, aber es sieht aus, als sitzen wir hier fest. Der salarianische Captain kann alles erklären, wenn sie hier sind. Das ist toll. Ich wollte mir sowieso ein Ferienhaus hinbauen, für nach dem Krieg. Da ist das Camp. Das ist doch super. Und was sollen wir jetzt machen? Wir bleiben hier, bis wir einen Plan haben. Haben Sie hier das Sagen? Wie ist die Lage hier? Ich bin Captain Kirahe, 3. Infiltrationsregiment STG. Sie und Ihre Crew sind gerade inmitten einer Gefahrenzone gelandet. Jedes Flugabwehrgeschütz innerhalb eines 10-Meilen-Radius wurde von Ihrer Anwesenheit in Kenntnis gesetzt. Tja, und? Was nun? Was sollen wir in der Zwischenzeit machen? Wir bleiben hier, bis der Rat die angeforderte Verstärkung schickt. Wir sind die Verstärkung. Was? Mehr haben die nicht geschickt? Ich sagte dem Rat, sie sollen eine Flotte schicken. Tja. Ich bin zwar flott, aber keine Flotte. Wir konnten ihren Funkspruch nicht verstehen. Man schickte mich, um dem nachzugehen. Das war doch genau unsere Aufgabe. Ich habe mein halbes Team bei der Untersuchung hier verloren. Und was haben Sie gefunden? Sarens Operationsbasis. Er hat hier eine Forschungseinrichtung errichtet, aber die ist extrem gut gesichert und es wimmelt davon Geld. Okay. Das, was? Ist er hier? Haben Sie ihn gesehen? Nein, aber seine Geld sind überall und wir haben einige Funksprüche abgefangen, in denen er erwähnt wurde. Das hier ist seine Einrichtung. Irrtum ausgeschlossen. Na gut, okay. Seine Einrichtung. Was treibt er hier? Was erforscht Saren? Er nutzt diese Einrichtung, um eine ganze Armee Kroganer heranzuzüchten. Wie ist das möglich? Es sieht aus, als hätte Saren ein Heilmittel für den Genophage gefunden. Na super. Die Geths sind schlimm genug. Aber eine kroganische Armee. Damit wäre er so gut wie unbesiegbar. Ganz genau meine Gedanken. Wir müssen sicherstellen, dass diese Einrichtung und ihre Geheimnisse vernichtet werden. Vernichtet? Wohl nicht. Unser Volk stirbt. Dieses Heilmittel könnte ihre Rettung sein. Wenn das Heilmittel diesen Planeten verlässt, werden die Kroganer unbezwingbar sein. Wir dürfen nicht den gleichen Fehler zweimal machen. Wir sind kein Fehler. Könnte er sich zu einem Problem entwickeln? Es gibt schon genug wütende Kroganer, um die wir uns kümmern müssen. Ich kann versuchen, mit ihm zu reden. Er wird drüber hinwegkommen. Ich rede mit ihm. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Meine Männer und ich müssen unseren Angriffsplan überdenken. Können Sie uns etwas Zeit lassen? Ja klar, ich muss ja sowieso mit Jax reden. Nur zu, Captain. Ich komme bald wieder. Es wird nicht lange dauern, Commander. Sollten Sie in der Zwischenzeit Nachschub oder Vorräte brauchen, können Sie sich an Commander Rentola wenden. Er ist in einem der Zelte in der Nähe. Sieht aus, als würde es etwas kompliziert werden. Ja.
Ich würde mir nicht solche Gedanken machen, wenn es nicht um Rex ginge. Er sieht aus, als würde er jeden Moment durchdrehen. Ja. Glauben Sie, ich sollte mit ihm reden? Täte keinem weh. Naja, vielleicht doch. Seien Sie einfach vorsichtig. Ich werde vorsichtig sein. Aber halten Sie sich bereit. Nur für den Notfall. Ich bin immer bereit. Das ist nicht richtig, Shepard. Wenn es ein Heilmittel für den Genophage gibt, dürfen wir es nicht zerstören. Ich verstehe, dass Sie wütend sind. Aber wir beide wissen doch auch, dass Saren hier der Böse ist. Er ist derjenige, auf den Sie sauer sein sollten. Wirklich? Saren hat ein Heilmittel für mein Volk gefunden und Sie wollen es zerstören. Helfen Sie mir, Shepard. Die Grenzen zwischen Freund und Feind verschwimmen gerade ein wenig. Das ist kein Heilmittel. Es ist eine Waffe. Und wenn man Saren erlaubt, sie zu nutzen, werden sie nicht mehr da sein, Nutzen daraus zu ziehen. Niemand von uns wird das. Dieses Risiko sollten wir alle bereitwillig eingehen. Wir reden hier über das Schicksal meines gesamten Volkes. Ich war ihnen gegenüber immer loyal. Himmel, sie haben mehr für mich getan als meine gesamte Familie. Aber wenn ich ihnen auch weiterhin folgen soll, muss ich wissen, ob ich das aus den richtigen Gründen tue. Rex, diese Kroganer sind nicht ihr Volk. Es sind Sarens Sklaven. Marionetten. Ist es das, was sie sich für sie wünschen? Nein. Wir waren einst Marionetten des Rats. Und zum Dank dafür, dass wir die Rachni auslöschten, haben sie uns alle kastriert. Ich bezweifle, dass Saren so großzügig sein wird. Okay, Shepard. Sie haben sich klar ausgedrückt. Mir gefällt das zwar nicht, aber ich vertraue Ihnen weit genug, um Ihnen zu folgen. Nur noch eine Sache. Wenn wir Saren finden, gehört sein Kopf mir. Ich glaube, darüber können wir reden. Es war wirklich beeindruckend, wie sie den Kroganer besänftigen konnten. Eigentlich hieß es ja, ich brauche nur Fragen, aber... XP nehme ich natürlich auch gerne. Soldat? Es überrascht mich, dass sich der Kroganer untergeordnet hat. Er hat sich nicht untergeordnet, er hat kooperiert. Ein Kroganer, der auf die Stimme der Vernunft hört? Höchst seltsam. Naja, diese Kroganer haben sich halt auch weiterentwickelt in den letzten paar Jahrhunderten. Sie haben bei Rex scheinbar Wunder bewirkt. Ich hätte nicht gedacht, dass er sich besänftigen ließe. Es wird kein leichter Kampf. Aber wir sind bereit, wenn Sie es sind. Normalerweise hätte ich was einzuwenden gegen Salarianer in einem Feuergefecht, aber diese Soldaten scheinen gut ausgebildet zu sein. Okay. Die anstehende Schlacht jagt mir Angst ein. Ich weiß aber auch, dass Saren aufgehalten werden muss. Ja, das muss er wohl. Bioverstärker und Schwermensch Phönix Trallablop. Seien Sie gegrüßt, Mensch. Ich bin Commander Rentola. Hallo, ich kann Sie Rentola. Mit Vorräten für die anstehende Mission ausstatten. Für alles andere sollten Sie mit Captain Kirahi sprechen. Mhm. Lassen Sie mal sehen, was Sie haben. Aber freuen Sie sich nicht zu früh. Hätte ich auch nicht. Einzigartige Gegenstände nehme ich natürlich gerne. Leichturianer braucht man nicht unbedingt. Präzisionsgewehr 8 und Pistole Striker. Ist irgendwie weniger wert als meine Karpov. Aber ich kann verkaufen.
Was haben wir denn hier? Maximum 8. 8 haben wir nicht viel, aber ein bisschen was. Das heißt, wir können alles bis einschließlich 6 auf jeden Fall verkaufen. Komm, verkaufen wir den ganzen 7er Quatsch auch. Nein, nicht kaufen, verkaufen. So, Inventar wieder leer machen. Wer weiß, wie lange das hier dauert und was wir da noch alles kriegen werden. So, Platz im Inventar sei geschaffen. Und dann sollen wir mit Kirahe sprechen und das werden wir tun, aber erst beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch etwas gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin und tschüss.